Seit März 2000 ist die Start- und Landebahn Nord am Flughafen Leipzig-Halle in Betrieb. Seitdem sind rund 400.000 Flugzeuge auf der 3.600 Meter langen Runway gestartet und gelandet. Doch zwischen April und September 2021 ruht der Flugbetrieb auf der Nordbahn, denn die Runway wird umfangreich saniert. In diesem Zeitraum wird die komplette Betondecke erneuert und die klassische Befeuerung durch moderne LED-Technik ersetzt. Eine Investition in Sicherheit und Energieeffizienz. Grund für die Sanierung ist der sogenannte Betonkrebs, eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die dem Beton schleichend substanziell schadet. Bereits im März hat die Einrichtung der Baustelle begonnen. Den Auftakt der Sanierung im April machen die Demontage der Befeuerung und das Abfräsen der 40 cm starken Betonschicht auf der Start- und Landebahn sowie den Rollwegen. Hierzu werden GPS-gesteuerte Fräsen eingesetzt, welche stufenweise die schadhafte Betonschicht millimetergenau abtragen. Im Anschluss wird der neue Beton durch spezielle Betonfertiger aufgetragen. Auf jeweils 15 Metern Breite bringen diese imposanten Maschinen die neue Deckschicht in Bahnen auf. Hierbei ist höchste Präzision und gutes Timing gefragt. Die Sanierung wird außerdem genutzt, um die Runway energieeffizienter zu gestalten. Möglich wird dies durch den Einbau moderner und energiesparender LED-Technik. Die über 2000 unterschiedlichen Feuer sorgen dafür, dass die Cockpit-Crews mehr Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch erleben. Dies kommt auch der Umwelt zugute. Nach Aufbringung der neuen Markierungen steht die 60 Meter breite Runway wieder für Starts und Landungen zur Verfügung.